Du bist wahr. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Was? Nein. Amicia. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht raus konntest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah, verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen! Darf ich das ansehen? Bitte. Hab doch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet. Oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Und, was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... stink ich so? Nein, es riecht nach Seetang. Na komm. Warte, wir müssen reden. Nicht jetzt, das Meer ist gleich dort. Hugo, es ist wichtig. Amicia, was machst du da? Hugo! Das ist dein Überfall! Du hast ihm aber nicht von deinem Traum und einem anderen erzählt. Hugo, komm zurück! Ich will nicht spielen! Und ich rede nicht mit Angsthasen! Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus. Amicia, wir sind da! Hugo, du sagst gar nichts. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot, ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön, mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung.
viel zu hoch. Spring, ich fange dich. Wow. Hey, pass auf! Danke. Na gut. Wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Oh, so viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat! Angriff! Angriff! Haha! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh, wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, war's. Hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Da wären wir. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite an. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ha, sag, wenn du bereit bist. Ich helf dir, Amicia. Gut. Weiter so. Anno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Ah! Oh, Scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend. Die hätten mich fast erwischt. Ihr ja. seid so krank. Ach, komm. Na gut, wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt? Jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir's. Sei vorsichtig, ja? Ja. Die gehorchen dir wirklich. Wie machst du das bitte? Wo hast du das gelernt? Psst.
So viele Ratten, Amicia. Fertig. Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut, Kurzer. Sicher von einem Seevogel. Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Hier geht's zu deinen Schmugglern? Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Oh-oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Atme durch. Chemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Komm, hoch mit dir. Ja.
Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen. Schnell, hoch! Sicher. Ab nach oben. Geht klar. Den brauche ich. Dieses Stöckchen? Komm, einfach mit. Wir gehen. Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid. Ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Geschafft. Kinderleicht. Genau das war auch, hab ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie, Kurzer. Oh. Oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hier bleiben? Ein Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Wüsste wirklich nicht, warum. Einmal durchatmen und los. Das wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Da wird mir ganz anders. Die machen das aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal. Ihr seid also aus Guyenne. Da hat alles angefangen. Ihr... Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Ach, die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Lacuna. Wir heilen dich. Das ist Irrsinn. Dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Hier lang, glaube ich. Vorsicht! Und die mich angreifen wie ein Sonntagsbraten. Hugo, wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich... Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Epi Sangris.
Da ist es wieder. Anno! Ah, endlich! Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu. Gut, ich bin bereit. Auf dein Zeichen! Perfekt! Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht Salpeter? Hier, Odorus, versuchen wir es mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus. Bist du sicher, dass der Köder etwas taugt? Er hat recht. Der Boden sieht komisch aus. Ja, ich versuch was anderes. Hoch, schnell. Klar. Was das war, aber hat mir die Haut gerettet. Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Übernimm du das, Anno. Los geht's. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Amicia, du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odorus. Mal sehen. Wenn ich loslassen soll. Du kannst aufhören. Los. Lauf, Anno! Und wie ich laufe? Was zur Hölle ist das? Der Boden ist ganz klebrig. Ist nur Blut von ihrer Beute. Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Keine Angst, ist nicht gefährlich. Macht ihr Witze? Die Stiefel verbrenne ich. Ach komm, du bist fast da.
Widerliche Drecksscheiße! Ich bin da! Ja, genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten, habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheiße lassen mich wie einen Grünschnabel aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Du bist der Schutzheilige der Optimisten. Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Warte, ich weiß was. Schieß einen Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Ah, das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Hey, das Feuer brennt wie die Hölle. Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg. Ja, Kusch. Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weich zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle nochmal, ja. Aber mein Arm ist jetzt gut durchgebraten. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. So, Schluss jetzt. Ah. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. Ab nach unten. Verstanden. Gut, dann an die Arbeit. Viel besser. Oh, ist das das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteck ist auf der anderen Seite des Boots. Ihr? Ja, Sophia, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Das wird sich herausstellen. Na los, noch einmal aufraffen. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja? Eine Heilige? Oh nein! Ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Psst. Nichts. Sicher, dass hier bei dem ganzen Rad immer noch Leute sind? Ah. Bleibt unten.
Sieh dich um, das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Ihr könnt es ja versuchen, aber ihr... Ich werde noch irre. Aber mich kriegt ihr nicht. Moment mal. Jemand ist hier. Alle zu!
auf Schmugglerjagd, trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat vor, die Provence zu säubern. So ein Irrsinn. Sie Feuer spuckt? Ihr Boot heißt Laraskas. Das ist eine Fischart hier mit giftigem Stachel. Man nennt sie auch Drachenköpfe. Oh. Sie kann bestimmt auch Feuer spucken. Schnell, hoch! Sicher! Geht klar. Ja, wir sind hier. Und wenn sie ein Drache ist? Ach, wird schon alles gut. Hier entlang? Ja, ein diskreter Weg für diskrete Leute. Wasser. Das Versteck ist gleich da hinten. Nein. Ich habe Angst vor den Wellen. Ach, es ist nur ein bisschen Meerwasser. Siehst du? Sie hat recht. Aber es ist Hugo, tief. Bitte. Ich bin müde. Denk einfach an deine Insel. Aber da sind Wellen. Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Ich nehme dich an der Hand. Ich habe recht. Ich trag dich und damit ist Schluss. Na schön. Gut. Ah, na bitte. Ist dir das hoch genug? Siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und, hast du noch Angst? Nein. Jetzt weißt du, warum er mich den Wall nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei.
Und dein Schild sieht auch wie ein Wall aus. Wie geht's dir da hinten? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Tja, danke, Anu. Ja, danke. Also dann auf zum Drachenkopf. Ich weiß, du führst gern, aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ich bin es, verdammt. Lass ihn durch. Anu. Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Hugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester muss noch gezähmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönn mir eine Pause. Was soll's? Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Übrigens. Des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf, dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja, gehen wir. So, du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen, so wie immer. Es regnet ganz schön doll. Ja, wohl ein hitziger Winter. Seht ihr das Licht? Das ist der Leuchtturm vom Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Fahren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Hey, wer seid ihr? Kommt verdammt! Bleib hier! Was machst du da? Hey, hör auf! Jetzt hast du es geschafft. Da kommt noch einer. Ja gut, den knöpfe ich mir vor. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Oh Gott. Endlich. Was jetzt, Amis? Gehört ganz dir, Anu. Verlieren. Kabin, Frage. Gut gemacht. Ich kann's sehen. Das sehe ich. Spuckt.
Was war das gerade? Schnapp ihn dir! Bereit für den Kampf! Ja! Nur du und ich! Wir sind Unruhestifter! Dein Ende! Ihr Biester! Das war verdammt knapp. Dachte schon, es ist aus. Nicht normal. Übernimm dich nicht. Nein. Drecksbiester. Bis auf die Knochen. Ihr seid bestimmt da drüben! Oh nein!
haben gesehen. Was? Nichts. Hier scheint's wohl nicht. Gehört ganz dir, Anno. Kämpfen wir! Ja! Ich mach Kurzprozess. Für die Kaminfrage. Muss ich kontrollieren. Nein, nein, nein! Was zur Hölle war das? Wird's langsam schlimmer als in Guyenne. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Ich mag deine neuen Haare. Mein Werk. Oh, bitte. Der Regen wird schlimmer. Das ist nur ein Sturm. Hoffentlich lässt er nach, bis wir beim Boot sind. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Pech ist nur ein Boot. Es heißt Laraskas. Der Fisch bedeutet Pech. Für dich bedeutet alles Pech. Los, patrouillier weiter und pass auf deinen Arsch auf. Wir sind gleich da. Laraskas, lustiger Name. Gehen wir weiter.
kriegt mich? Sieht sicher aus. Ja, sicher genug. Da ist es! Amicia! Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht, wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Aufmachen! Aufmachen! Hab dich! Das war's dann für dich! Der Graf braucht dich nicht lebend! Ah! 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 Ah!
Geht's dir gut? Nein. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Wieder beatmen. Bereit zum Aufbruch. Dann mal an die Arbeit. So, das ist also die Raskas? Die einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Anno? Wo ist Hugo? Ich bin hier. Das ist so toll. Was machst du hier draußen? Rein mit dir. Du bist klatschnass. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Sophia, die haben den Anker blockiert. Ach, Dreckskerle. Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Scheiße. Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Geht's dir so? Gut. Das Boot ist toll, die Kabine auch. Und hier, guck dir mal das ganze Zeug an. Wenn wir abgelegt haben. Sophia scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wieder mit. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Die Kette blockiert den Anker. Gegengewicht mit deinem Schloss. Ich kann es zerbrechen. Du bist dran, Anno. Einverstanden. Wir sind fast da. Bald sieht der gute Lacuna. Ich hoffe es. Zerbrech sie. Ja. Segeln los. Er mag dich, also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. Verdammte Rappen!
zurück zum Anker. Ja. Ah. Ah. So, das ist also die Raskas? Die einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Anno, wo ist Hugo? Ich bin hier. Das ist so toll. Was machst du hier draußen? Rein mit dir. Du bist klatschnass. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wie der Wind. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Die Kette blockiert den Anker. Wir sind fast da. Bald sieht der Bude Lacuna. Ich hoffe es. Ja! Sauberer Schuss! Lichten wir den Anker und segeln los! Er mag dich, also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. Amicia, geht es jetzt los? Hey, was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Captain. Also dann zurück zum Anker. Nach Backbord. Na gut, ich zur anderen Seite. Auf dein Signal. Was machst du da? Das Chaos der Drecksäcke. Bösen Männer. Reparieren. Ich finde auch, dass das Drecksäcke waren. Psst, das ist ein böses Wort. Korrekt, aber böse. Klar? Ja, Captain. Sophia, komm! Was jetzt? Mist! Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir's los! Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heilen. Was ist
ist los? Nichts. Mach dich bereit. Wir segeln nach Lacuna. Lacuna. Wir fahren nach Lacuna. Geh auf den Steg und schau dir das Segel an. Du schaffst das, Amicia. Tu meinem Boot nicht weh. Sie kriegt das ein Schloss. Sie ist gut. Schon gut, ich hab dich ja.